bin zur Küstenwache gekommen, also dadurch, dass das Team sich immer wieder verändert, wird dann sozusagen der Nachwuchs da gesucht. Und mich hat eben auch genau diese Mischung interessiert, also dass man sagt, diese Polizei auf See, ich finde das toll, einen Beruf auch darzustellen und darüber eben zum Beispiel hier auch sehr gut kennenzulernen. Ja, wenn man diesen zurückgezogenen Schlag ausführe, ja, oder diesen durchgezogenen Schlag, das heißt, ich bin von hier auf diese Seite. Festhalten. Mir war es wichtig, auch wenn man das bei uns so im Detail nicht sehen wird, wie ist einfach die Handhabung, wie setze ich jemanden ins Auto, wie lege ich immer Handschellen an, wie durchsuche ich jemanden und so. Das war einfach interessant. Guten Tag, wir müssen Sie durchsuchen. Wenn Sie bitte Ihre Jacke ausziehen. Sie werden jetzt durchsucht. Drehen Sie sich bitte mit dem Kopf zur Wand. Genau. Gehen Sie bitte ganz an die Wand ran. Nehmen Sie die Beine auseinander. Genau, noch weiter. Und die Arme bitte gestreckt an die Wand. Okay, ich werde Sie jetzt sichern. Dann fange ich hier an. Es geht ja auch jetzt nicht darum, dass wir in Zukunft Dokumentationen drehen. Die Küstenwache bleibt die Küstenwache und das ist ja auch gut so. Aber dass man einfach eben ein bisschen darüber lernt, wie lernen es die echten Polizisten. Jawohl. Na, ich glaube, wir haben jetzt sozusagen die Höhepunkte hier kennengelernt in 2 Tagen. Also alles das, was dann eben auch den Fernsehzuschauer interessiert. Also die Griffe, die spektakulär aussehen und so weiter. Wie mir jetzt immer wieder so zwischendurch auch gesagt wurde, ist natürlich der Alltag ein anderer. Und Gott sei Dank muss das alles oft gar nicht in Anspruch genommen werden. Also all diese Waffen, all dieses also jemanden in Gewahrsam nehmen, viel läuft über Kommunikation. Von daher denke ich, dass wir das zeigen, was natürlich immer Ausnahmezustand ist. Okay. Wir setzen Sie jetzt ins Fahrzeug. Kommen Sie bitte. Mhm. Und jetzt machen wir das umdrehen lassen. Das mal gehen. Die Schnur. Es war wirklich ganz, ganz toll, dass das uns hier ermöglicht wurde. Ich habe eine Menge gelernt. Also ich habe gestern noch im Bett gemerkt, es rattert einfach immer so weiter. Da wird, denke ich, auch viel immer mal wieder dann kommen, wenn ich in der Situation bin oder dass die Frau Stern jemand festnehmen muss, dass man sich dann wieder erinnert. Super. Arm Beuhebel. Mal ausprobieren. Mal links, mal rechts. Also hier. Mal links, mal rechts. Von unten her greifen. So. Jawohl, genau. Und dann entweder hier, so, da am Handgelenk. Genau. Und dann hier drauf. Oder so. Oder was die Verbindung auch kostet, ja. Eine andere ist einfach hier so. Aber um sie nach die Sicht zu erhöhen, die Hebel so strömen, damit wir bleiben. So? Ja. Genau. Und dann einfach den Kopf nach hinten steuern. Und so. Genau. Wir wurden hier sehr freundlich aufgenommen. Ich werde eine Menge mitnehmen. Keine Frage war zu blöd für die freundlichen Kollegen hier. Und ja, ich meine, wann hat man die Gelegenheit, an einem Schießtraining teilzunehmen, an einem Vernehmungstraining und eben auch wirklich mit Schlagstock und Handschellen genau diese ganzen Sachen zu üben, die man eigentlich inszenieren möchte. Und diese ganzen neuen Erkenntnisse nehme ich mit und werde sie dann hoffentlich auch am Set anwenden können.